Willkommen zur neuen Ausgabe des F&W Börsencocktails. So langsam aber sicher scheinen wir die Nullzinswelt hinter uns zu lassen. Reihum heben die Notenbanken die Zinsen an. Anlegern treibt das teilweise den Schweiß auf die Stirne. Als nächstes im Fokus stehen die Schweiz und die USA. Die SNB und das Fed werden nächste Woche beide ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Mein Name ist Beatrice Bösiger. Ich bin Redakteurin bei der Finanz und Wirtschaft. Gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Begler und einem Gast werden wir in den nächsten rund 10 Minuten diskutieren, was diese Probleme für Anlegerinnen und Anleger bedeuten. Dranbleiben lohnt sich. Zum Schluss gibt es wie immer unseren Aktientipp. Philipp, die Notenbanken stecken momentan in einem Dilemma. In den USA ist die Inflation mit über 8% immer noch deutlich höher als im Vorjahr. Was können sie tun, um diese runterzubringen? Die Notenbanken kaufen keine Anleihen mehr. Das war überfällig und sie erhöhen die Leitzinsen auf breiter Front. Gegen die hohen Energiepreise direkt können sie nichts unternehmen und auch nicht dagegen, dass es in den Lieferketten Flaschenhälse gibt. Was sie tun können, ist, sie versuchen die Wirtschaft zu bremsen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Aber das heißt also, Fed-Chef Jerome Powell würde tatsächlich eine Rezession in Kauf nehmen? Ob er dann standhaft bleiben würde, wenn die Arbeitslosigkeit deutlich steigt, das wissen wir natürlich nicht. Wir hatten das Glück, vergangene Woche hatten wir bei uns im F&W-Forum Nationalbankpräsident Thomas Jordan zu Gast. Wir haben ihm diese Frage auch gestellt. Er hat gesagt, man müsse immer abwägen und es gehe nicht nur um eine Momentaufnahme. Wenn die Inflation weiter steigt, dann muss man später die Leitzinsen noch stärker erhöhen und das ist umso schmerzvoller. Jordan hat auch gesagt, in den 70er, 80er und 90er Jahren hat es immer wieder einen Inflationsschub gegeben und das war dann äußerst kostspielig, diese Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Trotzdem, das sind sehr schwerwiegende Entscheidungen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber was heißt das jetzt konkret für die Schweiz? Die Nationalbank hat einen Vorteil, beispielsweise im Vergleich mit der EZB. Beide können den Leitzins hinaufsetzen. Die Nationalbank hat als zusätzliches Instrument noch den Franken. Wenn sich der Franken aufwertet, dann werden importierte Güter und Dienstleistungen günstiger und das drückt das Preisniveau herab. Der Franken ist also quasi ein zweites Instrument, das die SNB einsetzen kann. Allerdings wird der Franken zu stark, dann ist das ein Problem für die Exporteure und das bremst natürlich dann die Wirtschaft auch. Die Unsicherheit hält also an. Zum Glück haben wir jetzt einen Experten bei uns, mit dem wir diese Fragen weiter diskutieren können. Ich begrüße Burkhard Warnholdt. Er ist Anlagechef der Credit Suisse Schweiz. Herr Warnholdt, die Schweizerische Nationalbank wird kommende Woche aller Voraussicht nach den Leitzins über die Nulllinie hinaufsetzen. Sind die Negativzinsen in der Schweiz nun endgültig Geschichte? Also ich hoffe sehr. Negativzinsen sind ein Krebsgeschwür für jede Wirtschaft. Sie verzehren die Kapitalallokation und ich für meinen Teil bin froh, wenn wir das Kapitel dann mal abschließen. Die EZB und auch das Fed scheinen noch ein bisschen im Hintertreffen zu sein, wenn man die hohe Inflation anschaut. Wie geht es jetzt weiter mit der Inflation? Was erwarten Sie? Naja, die Inflation ist zunächst mal nicht von den Notenbanken produziert worden, sondern von den Lockdowns und dann von dem Krieg Russlands. Und sie wird auch von den Notenbanken wahrscheinlich nicht in erster Linie überwunden werden, sondern sie wird überwunden werden von der Wirtschaft. Es gilt schon immer noch der Grundsatz, dass steigende Preise der beste Schutz vor steigenden Preisen sind. Man sieht, dass in den USA die Benzinpreise runtergekommen sind, primär weil die Amerikaner einfach ein bisschen zurückhaltender sind mit dem Autofahren. Und ich vermute, die Geldpolitik wird weiterhin hinter der Inflation bleiben, aber sie wird so lange die Falkenmaske aufbehalten, wie die Inflation über ihrer Ziel, über ihrer Komfortzone liegt. Und das heißt, die Inflation muss für mindestens ein Quartal auf 2, maximal 3% runterkommen, bevor man eine Entwarnung von den Notenbanken erwarten darf. Werden das Fed und die EZB die Wirtschaft in eine Rezession drücken, um dieses Ziel zu erreichen? Das ist schon möglich. Aber auch hier, man darf nicht einfach der Geldpolitik die einzige Verantwortung dafür geben, sondern nochmal die
ursprüngliche Verantwortung liegt schon vor allen Dingen für die Eurozone bei der Strom- und Gaspreiskrise. Aber Jay Powell hat mit der Referenz an Paul Volcker, der ja das 1979 gemacht hat, eine klare Vorgabe gemacht, dass er die Nachfrage runterbringen will, weil das ist das Einzige, was die Fed beeinflussen kann. Sie können das Angebot nicht beeinflussen, sie können die Nachfrage beeinflussen. Es ist keine Rezession wie aus dem Lehrbuch, weil es geht ja manchen Branchen blendend, wenn man nur an den Tourismus denkt. Das sind die Dienstleistungsbranchen, denen es gut geht, und es geht dem Konsumgütersektor und der Industrie in Europa vor allen Dingen im Augenblick schlecht wegen der hohen Strompreise. Und da macht die Geldpolitik ihren Teil. Und was denken Sie, wie lange wird die Inflation noch hoch bleiben? Also glücklicherweise hat die natürliche Tendenz, sich von selbst aus dem Radar herauszubewegen, weil wir messen ja immer nur die 12-Monats-Preisveränderungen. Das heißt, selbst wenn die Erdölpreise jetzt auf einem hohen Niveau bleiben, sagen wir mal irgendwo zwischen 80 und 100 Dollar, wird das nach 12 Monaten dazu führen, dass die Inflation in diesem Bereich verschwindet, weil wir ja nur die 12-Monats-Preisveränderung anschauen. Und die Zahlen, die wir gestern gesehen haben, haben eigentlich etwas bestätigt, was abzusehen war. Bei den langlebigen Konsumgütern ist in den USA die Inflation schon runtergekommen und auch bei Benzin und so. Aber im Dienstleistungssektor, insbesondere im Sommertourismus, da ist im Augenblick immer noch eine Menge Gas im Geschäft. Da ist da, die Leute wollen feiern, die Leute wollen Ferien machen, da sind die Arbeitsmärkte eng und entsprechend ist auch die Möglichkeit, die Preise nach oben zu setzen, stark. Das verstehen wir alle, die wir jetzt Sommerferien hoffentlich genossen haben, und das braucht eine Zeit, bis sich das zurückbildet. Also immer noch Stichwort Revenge Spending. Ja, ja, sicher. Was heißt das denn nun jetzt für Anleger, für die Aktienmärkte? Credit Suisse hat ja Aktien auf Underweight gesetzt Ende August. Gibt es kein Happy End für Anleger dieses Jahr? Es gibt schon immer ein Happy End, sonst ist es dann einfach noch nicht das Ende. Aber ich würde mal sagen, wenn man eine geldpolitische Verknappung auf sich zukommen sieht, immer noch mit der Inflation zu kämpfen hat und eine wirtschaftliche Abschwung, das heißt, die Gewinne gehen unter Druck, dann empfiehlt sich schon, den Helm anzuziehen als Anleger. Gleichwohl sei auch gesagt, dass das Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Anleger der im Begriff Stehvermögen begründet ist. Und Stehvermögen entsteht nicht durch Cash, weil Cash in inflationären Zeiten ist schon Trash. Stehvermögen entsteht durch Diversifikation. Also wir empfehlen nicht investiert zu sein und auch nicht zu meinen, man kann cleverer als der Markt sein, sondern wir nehmen einen Gang raus in unserer Aktienquote, haben gleichzeitig Emerging Market Hard Currency Bonds übergewichtet und setzen unterm Strich in erster Linie und mit stärkster Überzeugung auf einen guten, diversifizierten Anlageprozess und suchen dann die Branchen, die im Augenblick Preissetzungsmacht haben. Weil wenn die Gewinne unter Druck kommen, dann sind die am besten gestellt, die ihre Preise durchsetzen können. Wer ist das? Das ist Pharma, Biotechnologie, das sind auch die Industrieunternehmen. Dort sind die Quality-Stocks, die Anleger im Augenblick suchen. Also gilt Tina, there is no alternative, immer noch? Also Tina ist im Augenblick tot. Arme Tina. Ja, genau. Hat niemand die Glocke geläutet für sie, aber im Augenblick gilt Tina nicht. Das ist aber auch, Tina war ein Narrativ vom letzten Kapitel. Aus der Zeit, Sie haben davon gesprochen, als wir noch Negativzinsen hatten. Und ich glaube, unterm Strich sollten wir froh sein, dass die Zeit vorbei ist. Das ist keine gute Zeit, wenn man Negativzinsen hat. In der langen Frist, alles, was ich weiß, ist, dass Aktien den Gewinnen folgen. Und wenn man das ganz lange anschaut, gibt es einen Grund, warum Aktien in der Regel dazu neigen zu steigen. Das liegt daran, dass eine Wirtschaft kein Nullsummenspiel ist, sondern einen Mehrwert schafft. Und dass es manchmal zwei Schritte nach vorne und einen zurück gibt, das liegt in der Natur des Lebens. Also, wir haben gelernt, Helm anziehen, Ruhe bewahren. Herr Warnhold, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Bea, was machen wir jetzt? Bei Inflation sind Aktien sinnvoll, gleichzeitig droht eine Rezession. Welche Aktie kaufen wir? Tja, Philipp, jetzt gehen wir in die Defensive.
Momentan sind defensiv ausgerichtete Aktien gefragt. Damit meine ich nicht nur die großen Konzerne wie Nestlé, Roche oder Novartis, die in der Schweiz eh jeder kennt. Es gibt im Anlageuniversum durchaus auch kleinere Titel, die mit den defensiv gewünschten Eigenschaften punkten können. Zum Beispiel das Telekom-Unternehmen Mobilezone. An der Börse hat sich dieses in diesem Jahr beachtlich geschlagen. Mit einer Dividendenrendite von überdurchschnittlichen 6% ist das unter Anlegern sehr gerne gesehen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 ist auch nicht allzu hoch. Mobilezone kennen die meisten von uns wahrscheinlich von den Handyshops. Das Unternehmen hat aber längst nicht nur mehr diese, es hat sich diversifiziert, sondern setzt auch sehr stark auf den Verkauf übers Internet. Zudem ist Deutschland ein wichtiger Wachstumsmotor. Wenn Mobilezone einen Großteil des Geschäfts in Deutschland macht, dann ist das ein Währungsrisiko. Wenn der Franken immer weiter steigt, dann ist der Umsatz in Euro weniger gross. Klar, das stimmt. Mobilezone erwirtschaftet rund 2/3 seines Umsatzes in Deutschland. Der Markt ist aber ungleich grösser als in der Schweiz. Das heisst also, es kann auch viel stärker wachsen, das Unternehmen. Und das Weihnachtsgeschäft wird jetzt sicher ein wichtiges Indiz dafür sein, wie es weitergeht. Wie sieht es aus, punkto Weihnachtsgeschäft? Können die Lieferanten von Mobilezone überhaupt alles bereitstellen, dass dann alles für die Kunden dasteht? Oder gibt es auch dort Probleme in den Lieferketten? Das könnte sich in der Tat auch als Risiko erweisen. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz des Unternehmens in der Schweiz leicht zurückgegangen, weil offenbar gewisse Geräte nicht verfügbar waren. Aber das neue iPhone 14 von Apple wird sicher die Nachfrage noch einmal ankurbeln, weil interessanterweise haben sich Smartphones als konjunkturresistenter erwiesen, als man immer gedacht hat. Käufer scheinen irgendwie immer Geld für ein neues Gerät auftreiben zu können, egal wie schlecht es der Wirtschaft geht. Das war es wieder von uns vom F&W Börsencocktail. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bewerten Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare, Anregungen und Fragen für die nächsten Sendungen. Auf Wiedersehen.